Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona Relations PSP. Neuer Aufnahmetag, 2. Februar. Gott verdammt, ja, war wohl nichts mit der kleinen Pause. Das war dann doch eine kleine große Pause. Wie gesagt, nochmal zum Thema letzte Folge. Meine Taktik geht irgendwie nicht auf. Die Taktik der taktiösen Unterstützung für Mark. Was ich hier mache, ist einfach ein Zeitschindespiel und dies macht dann irgendwann auch mein Inventar nicht mehr mit. Denn wenn ich irgendwann keine Shearing Salts, ja genau, Shearing Salts, jetzt habe ich es richtig gesagt und ich war mir nicht mehr sicher. Ja, fuck. Wenn irgendwann meine Shearing Salts nicht mehr da sind, dann habe ich echt ein ganz großes Problem. Ich meine, okay, wenn ich jetzt gleich hinterher drüber nachdenke, ich könnte mich ja an den Anfang porten. Vorausgesetzt, jemand hat da noch genug SP dafür. Da musst du so vorstellen, fehlen da so 2 SP oder so. Deswegen, wir lassen es einfach sein und wir hoffen einfach mal, dass der das hinkriegt und so weiter und so fort. Ab und zu können wir ja mal den Wing Flap einsetzen. Tut mir auch leid, dass ich so oft Fab gesagt habe. Irgendwann hat sich der Witz, glaube ich, auch abgenutzt. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie Fab mal so aus Spaß gegoogelt, weil ich mir wirklich nicht sicher war, ob sich das so wieder aus der Community gebildet hat, aber ja, ich habe da auch von irgendwelchen Krankheiten gelesen. Ich rede hier nicht von irgendwelchen Krankheiten, Mann. Aber ist gut, wir lassen das einfach mal bleiben. Das benutzen sie in letzter Zeit ziemlich oft, ne? Des Weiteren habe ich das mal gegoogelt, also das heißt nicht das gejagte Haus, also Haughty Mansion oder so ist die große Hütte, großnäsige Hütte, irgend sowas, arrogante Hütte von mir aus. Und Haunted Mansion ist die verfolgte Mansion oder so. Ist ja auch egal. Das ist das gejagte Haus. Wir bleiben dabei. Klingt lustiger. Alles außer Wind. So. Oder ich setz Mark nach links oder nach rechts. Was war das jetzt? Oh. Ey, alles außer Wind, genau. So, verdammt. Alles außer Wind. Und ist so mit dem von wegen hier, die Leute hier befurisieren. Das ist alles Verschwendung, Mann. Das ist alles Verschwendung. SP-Verschwendung. Hier machen wir 4. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt immun dagegen waren oder ob das nur die Löwen waren. Alles klar. Na, ja, das bringt ja auch was. Wingflap, Mann. Ja. Da waren es nur noch 3. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Ich wollte eigentlich in der letzten Folge total freudenstrahlend sagen, hey, Folge 80, Mann! Aber irgendwie war ich da wieder demotiviert. Aber, Alter, das musst du dir echt mal durch den Kopf gehen lassen. Wir sind bei Folge 80, Mann. Sowas schaffe ich teilweise, sowas habe ich teilweise in 4 Monaten nicht geschafft, Mann. Und das mache ich jetzt in 2 Wochen. Wie krank ist das bitte? Wie krank, Mann! Komm nicht drüber weg, aber ist in Ordnung. Immer noch besser, als wenn ich arrogant sagen würde, ja, mein Gott, Alter, ich bin zart, Alter. Hier, jo, Mann, ich kann's, ich bin geil. Also, ich sehe da kein Problem da drin, wenn ich mich 80 Mal über dasselbe freue. Es, ja, das zeigt halt, dass ich irgendwie das noch nicht realisiert habe irgendwie. Von daher. Ach ja. So, ihr verreckt einfach hier. Ich sehe schon wieder Gegner doppelt. Dabei habe ich doch heute eigentlich noch keinen Alkohol getrunken. Gut, gestern auch nicht. Und die anderen 85 Wochen davor auch nicht, aber vielleicht hält er ja so lange, ich weiß es nicht. Ich gehe nach oben und es geht auch noch, scheiße. Bitte gib mir eine Sackgasse, irgendwo. Ah, da haben wir sie, alles klar. Und dann hier vielleicht nochmal check, check, check. Okay, da geht's weiter. Ja klar, muss ja, dann irgendwie oder so ähnlich. Death and Curse, Death and Curse. War da nicht irgendwas mit Brown? Der hatte doch auch irgend so was Tolles, ne? Weil der braucht ja immer noch so ein bisschen Brigitte-Style. Death und Moment, das ist Element. Ja, bist du denn wahnsinnig, Mann? Das wäre doch beinahe total schief gegangen. Hier, spielen wir mal. Sekunda, wobei das ist auch so Minimalverschwendung. Aber irgendwie Nanjos SP kommt gar nicht runter. Das, genau. Und hier war doch irgendwas, ne? Ach, jetzt habe ich das gar nicht ein... Okay, warte. Lilim. Ja, klar. Ich meine, hallo. Und so. Da haben wir ja was gegen die. Ich meine, die Gegner sind kein Problem. Ganz ehrlich. Also,
ich rock die alle, aber die falschen Leute rocken sie. Ich weiß, ich wiederhole mich da, aber ich weiß auch nicht. Es ist ein bisschen traurig. Es ist so, diese Charaktere sind mir irgendwie ans Herz gewachsen und die sind irgendwie, Mark und Brown sind einfach zurückgeblieben vom Level her. Eindeutig. Und ich gebe ihnen da natürlich selber Schuld. Ich meine, wer soll es denn sonst gewesen sein? Ich weiß es nicht. Ja, die falschen Gegner wahrscheinlich. Waren wahrscheinlich die falschen Gegner da so rum. Death. The death shall take your soul away to the abyss of time and stuff. Ja. Auf Wiedersehen. Ja. Sieht immer so aus, als wenn sie sich da irgendwie so die Hautfetzen da wegkratzt oder so. Keine Ahnung. Total eklig irgendwie, aber gut. Das ist natürlich nur wieder mein eigenes Empfinden. Heute früh bin ich auch wieder so aufgewacht. Gestern hatten wir die Aktion mit der Spinne. Bin ich heute früh aufgewacht, sehe da auch eine Spinne an der Decke krabbeln. Und ich gucke die ganze Zeit und dann schaue ich mir das so näher an. Dabei war das war gar nichts. Das war einfach nur Tapete. Aber ich sehe da auch schon wieder Spinnen. Also, ich weiß nicht. Kann eine Insektenphobie so weit gehen, dass man sich die Sachen einbildet? Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja so wie bei Lucas Kane. Und das ist das erste Anzeichen dafür, dass ich quasi, wie hieß der? Jetzt fällt mir nicht ein. Also Lucas Kane hatte doch eine spezielle Gabe und er hatte einen speziellen Namen dafür. Also ich habe wahrscheinlich einfach Superkräfte und die entwickeln sich halt dadurch, die stechen halt dadurch raus, dass ich erstmal irgendwelche Spinnen sehe. Ne? Das kann durchaus sein. Also von daher, gar nicht mal so schlecht. Live this ballad medley und dann checke ich aber noch ganz kurz das hier, so für den Fall, genau, okay. Oh, ist das alles groß, Mann. Ist das alles groß. Da ist nichts. Wir finden aber trotzdem aus. Da geht's aber auch wieder hoch. Ich hoffe, die beiden Treppen sind miteinander verbunden. Nicht, dass ich dann nachher nochmal wieder ganz nach links muss. Also hier kommt Brown. Da kommt irgendwas anderes. Und da kommt irgendwas anderes. Also Brown da vorne und dann irgendwas anderes da. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Scheiß hier. Gut, das wäre nicht das erste Mal. Magnara. Irgendeiner hatte doch jetzt hier Element. Oder, komm schon. Weak. Nee, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Magnara und, Sukunda. Du schießt auch mal. Dürfte ja kein Todesstoß sein. Deiner Shotgun. Ach, was? Wieso? Stand es da, oder was? Fuck, ey. Muss ich gleich nochmal nachgucken. Auf Wiedersehen. Feuer, Feuer, Feuer. Ja, guck mal, hier, ich verstehe es nicht. Typ Element, okay, aber hier steht nichts vom Feuer. Wieso Feuerblock? Ich verstehe das nicht. Auf die Fresse, so. Das war ja quasi, hatte ich da nicht eben Magnara raufgefeuert? Wieso hat er das überlebt? Hau mal rauf hier und dann hau mal rauf da. Und du schießt mal. Ja. Yep. Nee. Zu wenig XP, finde ich. Gut. Dann gehen wir nach rechts. Rechts, rechts. Und dann kämpfen wir wieder. Okay, das war, irgendwie alles aus der Tech und so ein Schwachsinn, ne? Genau, da habe ich ja einfach Feuer eingesetzt. Die kann man dann, wobei, was ich auch machen könnte, ich könnte ein bisschen taktieren, indem ich, quasi, wenn ich weiß, dass mein Hauptcharakter kurz vorm Level Up ist, dann bräuchte ich ihm keinen Chewing Soul geben, denn er lädt sich nach dem Level Up sowieso auf. Müsste ich dann vielleicht mal gucken. Aber, boah, das musst du erstmal hinkriegen, darauf zu achten. Ich erschrecke sie wieder. Weil ich immer noch nicht weiß, ob ich dafür XP krieg. Wenn sie das überhaupt überleben, naja, werden sie schon. Ray of Light. Auf Wiedersehen. Und dann haust du darauf. Der ist unfähig. Also greifst du den Bogen an. Der greift den an. Und du schießt. Bitte nicht abhauen. Dankeschön. So, jetzt schaue ich nochmal rauf. Mark. Ja, seine Person hat auf jeden Fall mehr gekriegt. Also von daher. Okay, da könnte was sein. Wahrscheinlich wieder so eine. Oh. Moment, ist das nicht der Nikolai, der Wissenschaftler?
Ne, einfach nur ein Wissenschaftler. Ihr geht hinter Kandori her, es ist zu spät. His Dread Royal Scheme is in motion by now. Also irgendwas Böses und, also, ja. Dreadful, burn my dread, da war doch was. Nur Dr. Nikolai hat, nur Nikolai hat Kandoris wahre Natur realisiert. Nun, ich schätze, jetzt ist es zu spät. Ja, aber wir hätten in der Zeit, wo wir es hätten machen können, Kandori hätte stoppen. Hätte, müsste, sollte, könnte. Die Dimensionspassage im dritten Stockwerk ist war unstabil. Wenn wir uns nicht beeilen, könnte es komplett unbenutzbar sein. Also, wir haben es gehört. Wir müssen in die dritte Etage. Das ist auch schon mal gut. Wir müssen uns beeilen und dann wir kommen nicht zurück. Ja, genau. Nicht, dass es mich kümmert, aber es ist schon ein gruseliger Ort hier. What's his scheme? Was hat er vor oder so? Keine Ahnung. Scheme? Was ist seine Chemie? Ich weiß nicht, welche Chemienote er hat. Ach, guck mal! Das sind ja Kisten, Mann. Die hätte ich beinahe übersehen. Ich dachte, ich wollte jetzt hier eigentlich das Bild anklicken. Aber gut, vielleicht gibt es hier noch was. Ein bisschen Alkohol oder so. Nein, okay. Drittes Stockwerk also. Da, genau. Da gibt's einen Moment. Hatte ich da unten? Ich hatte da unten nichts. Gut. Wie gesagt, wir hoffen einfach mal, dass die beiden Stockwerke irgendwie miteinander verbunden sind. Wenn nicht, dann... Und ich hier quasi in den zweiten komme, dann habe ich quasi da hinten was Tolles mal sehen. Vielleicht gehe ich ja nochmal zurück, wenn ich Lust habe. Ich könnte mich ja quasi wieder zum Anfang porten, damit ich das nicht so weit Weg habe. Element, Tod und alles. Irgendwie oder so ähnlich. Alles oder nichts und so. Okay, wobei, nein, komm hier. Du greifst mit dem Schwert an, ein bisschen SP sparen. Jetzt habe ich wieder nicht geguckt, wann der Level upt. Bäh. Farb. Jetzt habe ich. Tut mir leid. Jetzt wird der Witz zur Angewohnheit. Flap, Mann. Das ist ein Flap. Was auch immer ein Flap ist. Flabber. Ich weiß es nicht. Sonic Bullet. Ein Bullet mit einem Schwert. Vielleicht ist das Schwert so schnell, dass es eben halt wie eine Kugel ist. Ich weiß es nicht. Was das schon wieder sollte. Nochmal. Deine Chance auf einen Persona-Rang ab. Oder auch nicht. Auf Wiedersehen. Sexy Dance, Fußabkratzer, Mann. Ja. Dokare, Yuko, close your mind. Ray of Light! Ready for a trip! Wieso ist er jetzt? Oh, ich dachte, jetzt verreckt jetzt. Ganz ehrlich. Oh. So, auf Wiedersehen. Ach ja, stimmt, der hat ja so viel. Der hat ja zweimal Magnara abbekommt. Aushalten können. Abbekommt. Auch ein geiler Deutsch, Mann. Gut, dann hier halt. Wobei, wir gucken einfach mal rauf. 128, das müsste doch jetzt eigentlich machbar sein. I see a clear way from death, man. Ja, yep, oh, ja, geht doch. Ja, das ist ganz gut. Okay. Hm. Hier irgendwas mal gucken. Ja, ist im Grunde nur eins immer, aber es ist auf jeden Fall gut. Das andere lohnt sich auch absolut nicht mehr. Ich habe mich entschieden, Mann. Und ich entscheide mich für diese Treppe. In der Hoffnung, dass ich auch noch irgendwie was finde oder so. Aber egal, jetzt weiß ich ja wenigstens schon mal, wie groß das ist. Zombie. Zombie-Maler. Der Zombie-Maler ist selber ein Porträt. Doppelgänger. Ganger, ja, Gänger. Habe ich öfter mal gefragt, was der Scheiß soll. Aber klar, wegen Gang. Das wird ja gar nicht mit L geschrieben. Da. Klar. Doppelgänger, Doppelgänger, natürlich. Aber trotzdem, es klingt so deutsch. Also Doppel halt, ne? Maragion! Ich bin mir sicher, die stehen auf physisch. Oder vielleicht eine Pistole. Achso, die kann er gar nicht. Wir schießen mal so ein bisschen. Wobei er nicht, er macht Flap. Zombie Painter. Mudo, ich glaube er nicht so. Vielleicht mal Charme. Yes! Alle Feuer, Mann! Ja, okay. Also physisch ja nicht so. Ja, ja. Da.
What the fuck, Alter? Welches Level ist der eigentlich? Achso, das finden wir erst. Wobei, vielleicht mal bei Kontakt. Level 41, Mann. Also, das war jetzt Feuer. Das heißt, sie sollten jetzt eigentlich verrecken. Nein, heilen eher nicht so. Einfach angreifen. Wobei hier, falls es überleben, habe ich jetzt, glaube ich, nicht probiert. Aber die sehen auch total düster aus. Also, ja, okay, vergiss das. Fallgesetz. 4821, Alter. Ohne Witz, Mann. Einfach krass. Im Grunde, ja. Müsste ich jetzt. Es ist so einfach. Ich müsste Mark einfach nur die Persona geben, die Ravonne gerade hat. Aber. Dann kommen wieder solche Gegner und alles geht den Bach runter. Wobei Element ist auch gut. Gravity, Nuklear, alles außer Eis und Wind. Alles außer Eis und Wind, Eis und Wind, Eis und Wind. Alles außer Eis und Wind, Eis und Wind. Wir sind wahrscheinlich jetzt schon tot. Vielleicht nochmal probieren. Moment, nein, Quatsch, das war das Falsche. Und zwar das hier, genau. Mudo? War jetzt. Nein, da war keiner bei, oder? Nein, die sah anders aus. Slumber, Mann! My rise is back! Was ich auch interessant finde, als ich mir diese UMD, ich wollte gerade ISO sagen, wie bei der PS3, bei der PSP heißt es ja UMD. Als ich mir die UMD runterladen wollte, hat da einer so runtergeschrieben, ja, ich hatte irgendwie Probleme mit der UMD und bei mir waren. Wurden die Kisten nicht richtig angezeigt, beziehungsweise ich habe den Inhalt nicht lesen können oder so. Da hatte ich wieder Schiss gehabt, aber ja, also ich habe hier noch keinen krassen Bug entdeckt, außer dass mein Hauptcharakter manchmal keinen Hals hat und bei Nanjo, der irgendwie so, der Bauch da so durchgehackt wurde oder so. Aber ansonsten freut mich, dass das alles so prima läuft hier und so weiter. Geht natürlich eine absolute Kaufempfehlung raus. Naja, nee, das meine ich ernst. Aber ganz ehrlich, klar, ich meine, Let's Plays können dazu animieren, dass man sich's auch kauft. Aber ganz ehrlich, wenn du dir hier so ein 40 Stunden Let's Play von mir angeguckt hast, dann glaube ich nicht, dass derjenige gleich in den Laden rennt und sich das kauft. Also, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Es gab, glaube ich, ein oder zwei Let's Plays, da ging es mir tatsächlich so, und zwar habe ich mir mal ein Hunting Ground Let's Play angeguckt von jemandem, den ich jetzt absolut nicht mehr leiden kann. Und da war es dann auch so, also ich, gut, das Let's Play ging auch nicht so lang, war halt nicht so, war kein Rollenspiel. Aber da habe ich dann auch gleich gesagt, okay, hier bestelle ich mir. Und dann habe ich es dann quasi auch noch zwei, drei Tage später durchgespielt, weil ich absolut begeistert war. Aber wir reden hier von einem ganz anderen Maßstab. Es ist ein Rollenspiel, es ist langatmig. Fürs Zuschauen braucht man sicherlich auch Konzentration und so weiter, und deswegen, also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber gut, ich lasse mich doch gerne eines Besseren belehren. Jetzt habe ich leider dank meines Gelabers nicht aufgepasst und der hat ja Media nicht. Miau, 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 miau. Gut, hoffe ich einfach mal, dass du die Runde überleben. Flap, habe ich das gerade? Ich weiß es nicht, wie gesagt, ich habe gerade wieder abgeschalten. Wie das, Mann? Okay, ich glaube, das war Tech oder so, ne? Bin ich mir gar nicht so sicher. Der kommt doch, kommt jetzt. Autsch! Ja, er kommt jetzt nach vorne. Gut, wir steigen gerade so minimal ein bisschen in Lage, glaube ich. Aber wir kriegen das hin. Und zwar. Also, oder so, die kommen jetzt ja eh nicht mehr dran. Revival Beat. Er müsste doch im Grunde hier steht. Nein, das war Estoma, nicht? Das war doch hier. Restores Persona Change Ability. Heißt es nicht so viel, wie wenn ich jetzt mit Nanjo die Persona wechsle, dass er dann gleich wieder dran darf? Ich mach das jetzt einfach nochmal. Ach so, klar, der muss aber, ja, das muss jetzt noch eine Runde vergehen. Gut, dann funktioniert das natürlich nicht. Das war wahrscheinlich beim letzten Mal so der Fehler. Doof. Da müssen sie vielleicht nochmal eine Runde überleben. Na egal, wir spammen jetzt Drinks. Und Drinks. Und was war das jetzt? Wahrscheinlich Tech. Schwäche Tech oder so. Nee, eher nicht so. Aber hat viel abgezogen. Gut. Dann kann er jetzt quasi drankommen. Dann kriegt er nochmal ein Getränk ab.
greifst an, Handy klingelt, ich setze mit dem Schwert an und Wingflap. Und du machst irgendwas anderes Tolles. So. Ja, komm, geh aus. Dankeschön. Yes, Sir! Klar, ich meine, wir sehen's. Zweite Etage, schon läuft's besser. Eindeutig. Also, für Mark. Für uns eher nicht so. Also, ne. Aber egal, wir haben's überlebt. Ah, jetzt hat er keine SP mehr. Na. Vielleicht steigt er jetzt ein Level. Achso, generell Physik wahrscheinlich Schwäche. Ja. Nee, Quatsch, jetzt habe ich bei Brown geguckt, Mark. Es lohnt sich noch nicht so wirklich. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, das war's heute mit Let's Play Persona Revelations PSP. Wir werden uns in der nächsten Folge die zweite Ebene angucken. Schauen aber dann vielleicht mal, ob die Ebenen miteinander verbunden sind. Sprich, dass ich hinten irgendwo runtergehe, damit ich auf der anderen Seite wieder raus bin und so weiter und so fort. Bla bla bla. Ihr kennt den Salat. Erkunden für nichts und wieder nichts. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.